Servus und hallo zum Vlog hier auf Marbache TV. Diesmal mache ich etwas, von dem ich eigentlich gar keine Ahnung habe und was ich auch überhaupt nicht verstehe. YouTube ist ein großes Ding und vor allem gibt es viele Phänomene auf YouTube. Und eins davon sind Tutorials zu allem. Allem. Unter anderem auch Make-up-Tipps und Outfit-Tipps und Schönheitssachen. Und ich verstehe es nicht. Warum kann man sich das anschauen? Aber es gibt Menschen, die mögen das. Es gibt auch langsam, aber sicher Männer, die das in Anspruch nehmen. Wir Männer müssen auch gut aussehen. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, ich sehe gut aus, sieht man. Was ihr nicht wisst, auch ich muss etwas dafür tun. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, meine Beauty-Tipps, meine Beauty-Kiste, mein Magic-Labor aufzumachen, um euch zu zeigen, wie ihr so gut aussehen könnt wie ich. Männer aufgepasst, Schönheitstipps von Marbache. Also. Es ist ganz einfach und nicht aufwendig. Ich habe meine Schönheitssachen hier aufgetischt und werde sie euch nun zeigen, womit ich auskomme. Tja, das kleine Schwarze. Simpel. Man braucht eine Nagelschere. Hier mal ein kleines Set. Und Nagelschere. Ich habe hier eine Glasfeile, die wesentlich besser ist als dieses kleine dreieckige Ding hier. Also dieses kleine Metallding, die kann echt nichts. Aber ich habe irgendwann mal so eine Glasfeile bekommen, die ist zwar abgebrochen, aber es genügt und die ist super. Eine Nagelschere. Und wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, für die Nägel, die müssen auch gemacht werden. Gepflegte Männerhände sind viel wert und sehen gut aus. Also, ein kleines Schwarzes für Maniküre, Pediküre. Dann die Augenbrauen des Mannes müssen mittlerweile auch gepflegt werden. Eine Pinzette. Männer, habt keine Scheu. Fasiert. Ich glaube, man nennt es Fasonieren. Fasonieren. Ja, fragt man nicht, wie man das schreibt. Auf jeden Fall Augenbrauen zupfen. Damit sie ein bisschen schick ausschauen. Die Monobraue ist definitiv out. Also, eine Augenbraue. Eine Pinzette. Gut. Der Mann von heute rasiert sich natürlich. Ich bin ja der Typ ein Monatbart. Andere würden sagen 3-Tages-Bart. Bei mir dauert es meistens so 2-3 Wochen, bis es nach einem richtigen 3-Tages-Bart aussieht. Dann kann ich ihn noch eine Woche oder so lassen, ohne dass es zu ekelhaft ausschaut. Und dann muss er wieder rasiert werden. Trockenrasierer, nur getrimmt. Deswegen komme ich mit Aftershave Balsam ewig aus. Ich muss dazu sagen, nichts von den Dingen hier habe ich geschenkt bekommen, alles selbst gekauft. Und ja, ich bin ein Gewohnheitstier. Ich nehme immer dasselbe. Es gibt keine Hautrötungen und es ist angenehm. Also Nivea for Men Sensitive. Bei den unterschiedlichen Nivea-Dingen, da variiere ich oft, je nachdem, manchmal silber, manchmal weiß, manchmal blau, egal. Ja, sensitiv, wenn ich mal nass rasiere, kommt auch vor, damit das Ganze, damit sich die gerötete und entzündene und geschundene Haut leichter und schneller wieder erholen kann. Das ist das.
für die einfach für die Rasur oder wenn es mal duften soll, habe ich Hugo Eau de Toilette. Hugo ist immer zeitlos. Außerdem sieht das Teil so macho-mäßig aus, finde ich. Deo-Roller, der ist eigentlich am öftersten der, weil der wird regelmäßig verwendet. Protection Sensitive, gegen weiße Flecken wichtig, weil ich trage immer schwarz. So, dann, wenn es am Abend mal ein bisschen stressig war und der Abend länger und lustiger und ich noch fit genug bin, um mir etwas Gutes zu tun, gibt es vor dem Schlafengehen noch eine kleine Creme ins Gesicht, damit die Hautspannung weggeht. Feuchtigkeitscreme, ja auch mit mir. Und bei dem aktiven Start in den Morgen, Skin Energy Q10. Ich finde es so geil, diese Q10. Irgendwann werden wir Q775 haben. Keiner weiß, was es ist, aber es ist super, weil es mehr ist als die letzte Variante. Jedenfalls ist mit dem auch bei Männern die Q-Phase angekommen. Ist wirklich geiles Ding, weil es erfrischt die Haut und man fühlt sich zumindest besser. Ich weiß nicht, ob man besser aussieht damit. Tja, das waren meine Beauty-Sachen. Ich verstehe nicht, wie man mehr brauchen kann. Weder als Mann noch als Frau. Wobei Frauen schminken sich auch. Männer tun das mittlerweile auch. Aber das ist mir dann zu aufwendig. Augenbrauen zupfen, Nägel machen und bisschen cremen. Das muss genügen. Warum ich das alles mache, ist, natürlich denke ich mir, wen interessiert das jetzt von einem kleinen Rollstuhlfahrer wie mir, Schönheitstipps zu bekommen. Da habe ich mich selbst überraschen lassen, denn ich habe im Internet eine Vloggerin gefunden auf YouTube namens 1234 Isoke. Ich werde den Link hier einbinden und habe auch hier ein Video von ihr. Sie selbst hat selbst Glasknochen und macht Videos, hat mittlerweile 30.000 Abonnenten, irre. Sie macht Kochvideos, Follow Me Around, Tech-Videos und so Make-up-Tipps und Kleidung. Sie zeigt, was sie anhat und das wird angesehen, die Leute mögen das. Und es ist mal was Ungewöhnliches, weil sie nicht dieses normal Standard Mädel oder Frau ist, wie diese Tipps sonst waren, sondern sie ist Rollstuhlfahrerin, kleinwüchsig, hat eine sehr, sehr hohe Stimme, noch höher wie meine, und sie macht so ihr Ding, genauso wie alle anderen, und es scheint gut anzukommen. Deswegen dachte ich mir, okay, das versuche ich auch. Außerdem, wenn wir Männer müssen sowieso auch mal dazu stehen, dass wir auch schön sein wollen und etwas dafür tun. Wir dürfen uns dafür nicht mehr schämen. Tja, mit diesen Worten, Männer, steht zu eurer Schönheit oder geht auf die Suche nach ihr. Nicht nur nach eurer inneren Schönheit, sondern auch nach eurer äußeren Schönheit. Tut was für den Waschbrettbauch. Da bin ich jetzt kein Paradebeispiel dafür. Bei mir ist es eher so ein Bierfassbauch. Wobei ich kein Bier trinke. Egal. Da könnte man noch was machen. Aber bisschen Körperpflege, Nägel schneiden, Augenbrauen zupfen, ab und zu bisschen Feuchtigkeitscreme. Und schon seid ihr ein völlig neuer Mensch. Es ist irre. Aber ja, es ist so. Gut, das war's für heute.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch oder Daumen runter. Je nachdem. Wäre schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr nächste Woche, nächsten Freitag, 16 Uhr, selber Kanal, Marbacher TV, wieder einschaltet zu einem neuen Vlog. Und ja, bis dahin. Mein Name ist Martin. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Servus. Thank you.